Das ist doch mit Abstand. Das ist doch mit Abstand der dusseligste rote Teppich, den ich je in meinem von Wagner. Haben Sie diesen Unsinn wieder mal selbst gemacht? Ist was schwer Symbolisches. Herr Uthoff, ich markiere eine Zeitenwende. Ah, na dann geht's ja. Sie machen was? Oh, Sie hatten noch einen schönen Vorsatz fürs neue Jahr, oder? Ja, weniger begriffsstutzig zu sein. Und? Oh, das hier symbolisiert die Silvesternacht in Köln. Schauen Sie, das hier ist vor Köln und das ist nach Köln. Das ist vor Köln? Also Siegburg-Bonn, kenne ich. Ja. Da muss ich... Nicht geografisch, Sie Wildsau, zeitlich. Warte mal, sagen Sie mal was zur Flüchtlingspolitik vor Köln. Irgendwas. Welcome, Refugees. Jetzt sagen Sie mal was zur Flüchtlingspolitik nach Köln. Also, welcome, Refugees. Das ist ja ein Ding. Das probiere ich noch mal. Wir schaffen das. Wir schaffen das. So vielleicht. Ist ja lustig. Lustig? Daraus rekrutiert die AfD ihr Wählerpotenzial. Wundert Sie das? Nach dieser Silvesternacht in Köln? Unser Justizminister hat sogar von einem Zivilisationsbruch gesprochen. Okay. Über 1000 Anzeigen wegen Vergewaltigung. Moment, nur um genau zu sein. Es waren 600 Eigentumsdelikte wie Handydiebstahl und über 400 sexuelle Delikte von Anfassen bis zur Beleidigung. Also wollen Sie schon wieder mit Fakten die Stimmung relativieren? Oder noch schlimmer, das Leid der Frauen? Moment, nein, nein, das Leid der Frauen ernst zu nehmen, heißt den Tathergang zu klären. Und das braucht Zeit. So lange kann die Stimmung nicht warten. Es muss was passieren. Moment, es darf doch nichts passieren, bevor wir überhaupt wissen, was passiert ist. Ach, Herr von Wagner, wir wissen doch alle ganz genau, was da passiert ist. Aha. Wissen Sie, was wir bisher wissen? Stand heute, so etwa 60 Personen aus Marokko, Algerien und Tunesien werden verdächtig, an Silvester Straftaten begangen zu haben. Ich habe das mal ausgerechnet. Das sind 0,00015% aller Männer in diesen Ländern. Und deswegen haben wir ganz Marokko, Tunesien und Algerien zu sicheren Herkunftsländern werden lassen. Ja, logisch. Moment, Moment. Also nordafrikanische Straftäter machen Köln unsicher und diese Länder werden dadurch sicherer? Ja, weil die Straftäter ja nicht zu Hause sind. Moment. Das empfinden Sie als logisch? Ja, zumindest ist es praktisch. Schauen Sie, die Bundeswehr bereitet jetzt einen Einsatz in Libyen vor. Ja. Der wird mit Sicherheit in Nordafrika zu vielen weiteren Flüchtlingen führen. Und damit wir mit denen keine Probleme haben, erklären wir ihre Herkunftsländer jetzt schon für sicher. Ja, das ist die ehrliche Antwort. Und wie ist die, sagen wir mal, offizielle Begründung? Die offizielle. Die kann ich Ihnen vorlesen. Lautet folgendermaßen: Wir nehmen es nicht hin, dass sich nordafrikanische Männergruppen organisieren, um wehrlose Frauen mit dreisten sexuellen Attacken zu erniedrigen, hat der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger am 4. Januar gesagt. Am 4. Januar, zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht genau wissen konnte, was passiert ist. Es gab bis zu dem Zeitpunkt 15 sexuelle Anzeigen wegen Übergriffen. Nein? Das ist der Innenminister. Der verfügt über exklusive Top-Geheimquellen. Sie meinen das Internet? Ja. Aber er musste ja danach schauen, weil es zu wenig Polizeiberichte gab. Die seine Vorurteile bestätigt haben. Naja, es gab halt auch zu wenig Polizisten. Ist es nicht merkwürdig, dass die meisten Übergriffe zu einem Zeitpunkt stattgefunden haben sollen, wo am meisten Polizisten vor Ort waren, weil sie den Platz geräumt haben? Wollen Sie damit andeuten, dass dieser ganze schöne Stimmungsumschwung zumindest auf bisher ungesicherten Fakten basiert? Herr von Wagner, die Diskussion ist doch viel weiter als die Fakten. Das befürchte ich auch. Sehen Sie, als hätten wir geradezu einen Grund gesucht, um den Flüchtlingen nicht mehr helfen zu müssen. Nein, natürlich müssen wir helfen, natürlich. Der deutschen Frau. Ach. So, jetzt hat einmal das übliche, ein Sex on the Beach für den Herrn Pfarrer und einmal eine Maus im Kölschglas, gell? Das ist ja herrlich. So. Liebe Leute, wunderbar. Bitte. Danke dir. Oh, oh nee, merci dir, gell? Bringst du nur einen Neger, hä? Das heißt jetzt Cola Weizen oder Weizen mit Migrationshintergrund heißt das.
Na, Anni, Anni. Nach Köln eben nicht mehr, verstehst du? Weil nach Köln ist nichts mehr, wie es vorher war. Auch in Ilmtal nicht, nicht wahr? Das christliche Abendland, das steht unter Beschuss. Oder mit anderen Worten, die Kölner Frau, die wird auch in Ilmtal verteidigt. Ja, und deswegen freut es mich sehr, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid, heute zur Gründung des ersten männlichen Ilmtaler Feministenstammtischs. Ja? Ja. Ja. Auch kurz MILFs genannt. Ganz genau. Und, ja. Also, Tommy, Herr Pfarrer, es ist mir wirklich eine Freude, dass ihr da seid, nicht wahr? Obwohl ich gleich bemerken muss, dass natürlich von der Lügenpresse sich wieder keiner hierhin geht. Guten Tag. Entschuldigen Sie, Verspätung. Grüß Gott. Wagner, Ilmtaler Tagblatt. Grüß Sie. Also, sitzen Sie nachher zu mir. Ja, da bitte schön. Ne? Okay, wollen Sie was trinken? Vielleicht ein Neger oder Cola Weizen? Vielleicht. Vielen Dank, danke. Danke. Ich soll einen Bericht schreiben über Ihre Entdeckung des Feminismus. Ja, vielleicht gleich die erste Frage. Was macht Sie denn zu Anwälten der Frauenrechte? Ja, genau. Ja, wir von der katholischen Kirche, wir wissen im Gegensatz zum Islam ja schon seit immer eigentlich, wie man verantwortungsvoll Sex umgeht, wie man die Verantwortung für Sex umgeht. Vielleicht noch eine Frage. Was sind denn die Ziele Ihres Feministenstammtisches? Eine gute Frage. Ja, wir können natürlich nicht beliebig viele Menschen in dieses Land aufnehmen, deren Frauenbild mit unserer modernen Auffassung der Stellung der Frau nicht vereinbar ist. Sagen Sie, Emanzipation und Schutz vor Missbrauch ist für Sie also Teil des christlichen Abendlandes? Ja, selbstverständlich. Okay. Nachfrage, gehört die katholische Kirche auch zum christlichen Abendland? Ja. Also sind Sie, allein in Regensburg wurden ja bis 92 über 200 Jungs bei den Domspatzen misshandelt und missbraucht. Ja, aber von Menschen aus demselben Kulturkreis. Ja. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie meinen also, Missbrauch muss deutsch bleiben? Ja, oder eben Kölsch. Ja. Na, hören Sie, Missbrauch auf dem Domplatz. Nein. Okay. Missbrauch auf dem Domspatz. Fein. Brauchtum. Okay, und seit wann, Ihrer Meinung, gibt es das christliche Abendland? Ja, also dann 92, ne, mit dem Ende von dem Missbrauch der Domspatzen, begann das christliche Abendland. Aber ja, die Vergewaltigung in der Ehe, die ist doch erst seit 1997 eingeführt, als Straftat eingeführt, also. Ja, dann würde ich sagen, schreiben Sie, das christliche Abendland begann, existiert für uns seit 1997. Okay. Ja. Aber es gibt doch bis heute zum Beispiel in diesem Land Zwangsprostitution. Fällt das auch unter Abendland? Ja, abends schon. Ah. Okay, vielleicht noch abschließende Fragen. Wie ist denn die Haltung des feministischen Stammtisches zum Thema Abtreibung? Ja, ich bin voll der Feminist. Ich sage immer, mein Bauch gehört mir. Und wie stehen Sie als Feministen zur feministischen These vom Mythos des vaginalen Orgasmus? Ja, wir von der katholischen Dingenskirche, wir glauben, dass für die Jungfrauengeburt nicht unbedingt nötig ist. Okay, abschließende Frage. Gibt es auch weibliche Mitglieder bei Ihrem Feministenstammtisch? Ja, selbstverständlich. Wir sind ja hier nicht im Islam. Ne? Die Anni zum Beispiel. Anni, geh mal her da. Das kannst du nachher machen. Lass dich liegen, jetzt komm her. Die Anni zum Beispiel, das ist die Vorsitzende von unserem Stammtisch. Verstehen Sie? Anni, ja, was, Winnie? Das ist die Vorsitzende. Ne? Uns ist nämlich wichtig, dass die moderne Frau nicht nur emanzipiert ist, sondern nebenbei auch noch arbeiten kann. Ne? Anni, jetzt sagst du mal diesem Mann, nicht wahr, wie sehr du dich vor dem Missbrauch durch Fremde fürchtest.
Missbrauch. Also bei Missbrauch, da ist mir das doch vollkommen egal, wo einer herkommt. Hauptsache ist doch, dass er nicht nein kommt. Also da nein. Oder? Ja, ich darf sagen, dann packen wir es jetzt her zu unserer geplanten Benefizveranstaltung Kegeln gegen den Koran. Ja. Alle neuen Jahre wir dürfen die Hopfen nicht aufgeben. Egal, wie schlimm es kommt. Gut, in Syrien kann es ja nicht viel schlimmer kommen. Da tobt der vierte putinische Krieg. Ja, eine akademische Pointe. Was willst du machen? Kannst diesen IS-Spinnern ja schlecht mit Reformpädagogik kommen. Ne? Ja, sind Mörder, aber die müssen ihre Grenzen selbst finden. Lasst ihnen Zeit. Die kann es noch wegballern. Was willst du sonst machen mit diesen Mördern? Ja, man könnte sie verbeamten. Ja, stell dir mal vor, der islamische Idiotenstaat hätte so eine deutsche Bürokratie. Ne? Da müsste der gewaltbereite Moslem erstmal aufs Amt. So, junger Mann, Sie interessieren sich also für eine Geiselnahme. Das ist ja löblich, löblich, löblich. Hätte ich mal gerne Ihre Unterlagen. Ja, das reicht nicht. Ich sehe, das ist ein internationaler Entführerschein, aber. Sie wollen da oben in Massaker, wa? Für eine amtliche Liquidierung brauchen Sie eine Auslöschungsbewilligung. Nee, Köpfpauschale läuft aus. Gibt nur noch Einzelfallhilfe. Steinigungszulage kann ich gewähren, aber Massengrabpflege müssen Sie selber tragen. Was sehe ich denn da? Das gefällt mir ja nicht. Ihr Sprengstoffjottel, kein TÜV mehr. Ja, was haben Sie dabei gedacht? Die gefährdende Verkehrssicherheit. Ab zur Zulassungsstelle. Wenn Sie da eine Alatesse erwischt, da müssen Sie mit empfindlichen Prügelstrafen rechnen. Ich würde sagen, so 20 Peitschenhiebe über den Daumen. Aber keine Panik, ne? Ich muss erst mal einen Hauantrag stellen. Ja, ehe sie die Haugenehmigung hat, sind sie längst tot. Und jetzt raus hier, ich hab Feierabend. Dann zieht der Gotteskrieger mutlos von dannen, kommt am nächsten Tag wieder ins Amt, zieht sein Märkchen, wartet stundenlang auf den nächsten frei werdenden Vergewaltigungsbeamten. Und wenn er nicht dran ist, ist wieder nichts mit Ungläubige flachlegen, dann muss er erst mal einen Antrag stellen. Da sinkt die Motivation. Und nach 2 Wochen ist Frieden. Das gibt's echt nicht. Mensch, 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 meine Herren. Die waren perfekt integriert. Die waren perfekt integriert! Oh, oh. Wer war aber perfekt integriert? Die Grabscher von Köln. Von wegen, die haben gegen unsere Regeln verstoßen. Nein, die hatten intime Kenntnisse von unseren Regeln. Was? Von unserem Strafrecht. Die meisten wussten doch ganz genau, wie weit sie gehen können. Hm. Hm. No, hey, sag mal, was? Was Ihnen widerfahren ist, ist in Deutschland nicht strafbar. Sag mal, was liest denn du da wieder für einen Unsinn? Fallanalyse zur bestehenden Schutzlücke in der Anwendung des deutschen Sexualstrafrechts. Oh, nee, nicht heute Abend, Schatz, ich hab Migräne. Mann! Ach, sag mal, jetzt hör doch mal auf, was machst du denn da? Ich greife in deine Schutzlücke. Hey, das... Pass mal auf! Weißt du was, ich zeig dich an. Das wird dir nichts nützen. Du hast dich ja nicht gewehrt. Ja, wie auch? Du hast dich völlig überraschend hier von der Seite rangekrabbelt. Ja, und dann habe ich mich ja gewehrt. Ja, aber zu spät. Was heißt denn zu spät? Das kann ich Ihnen vielleicht erklären. Alle sexuellen Handlungen bis zum Zeitpunkt der ersten Abwehrreaktion sind in Deutschland nach geltendem Recht nicht strafbar. Erst wenn Sie in ihn eingedrungen wären, könnte es vielleicht eine Vergewaltigung sein. Hey, 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 ich will aber nicht vergewaltigt werden. Das musst du mir aber schon eindeutig klar machen. Ja, ich sag einfach eindeutig nein. Das ist zu wenig. Ein Nein reicht nicht? So ein Nein ist doch ganz oft ein Ja, nicht, Baby? Das muss doch verboten sein, sowas.
Das wäre es. Hätte Deutschland die Istanbul-Konvention von 2011 umgesetzt, hat es aber nicht. Ah. Nicht einvernehmlicher Sex in Deutschland ist deswegen nur strafbar, wenn noch eine Nötigung dazu kommt. Und ab wann ist es Nötigung? Oh, da sind die Staatsanwälte streng. Also ich kann beispielsweise als Mann in dich, also ich kann mich als Mann auf dich als Frau draufsetzen, so dass du dich nicht befreien kannst. Okay. Und dann kann ich mein Geschlechtsteil in deinen Mund einführen. Und das ist keine Nötigung? Nein, juristisch stellt das Draufsetzen keinen Gewaltakt zur Durchsetzung der sexuellen Handlung dar. Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft musste der Beschuldigte diese Position einnehmen, um den Oralverkehr durchführen zu können. Da musst du 6 Jahre Jura studiert haben für. Dass du wirklich glaubst, dass das die einzige Position ist, in der man einvernehmlichen Oralsex haben kann. Natürlich müssen Sie als Frau auch beweisen, dass Sie schutzlos waren. Ja, aber die meisten Vergewaltigungen finden zu Hause statt. Und wenn der Partner stärker ist, ist man als Frau doch grundsätzlich schutzlos. Nicht unbedingt. Eine andere Staatsanwaltschaft hat die Schutzbedürftigkeit abgelehnt, weil die Frau nicht beweisen konnte, dass die Haustür abgeschlossen und der Schlüssel für sie unerreichbar war. Also vor einer Vergewaltigung suche ich am besten einen abgeschlossenen Tatort auf. Ja, und dann musst du noch nachweisen, dass du vergeblich um Hilfe gerufen hast. Ja, aber was ist, wenn ich nicht gerufen habe? Weil ich wollte halt die Kinder in der Situation nicht verängstigen. Sie müssen schon ein Opfer bringen, wenn Sie als Opfer anerkannt werden wollen. Oh Mann, ich dachte immer, ein Nein reicht. Nein, das reicht nicht. Oh. Du, Schatz? Ja, Schatz? Sag mal, es geht mich ja nichts an, aber was macht denn der Mann in unserem Bett? Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich habe ja lange überlegt, wie ich von einer Nummer über gierigen Egoismus und widerliche Männer zu David Cameron komme. Aber mir ist nichts Elegantes eingefallen. David Cameron, er kam, sah und kriegte beim EU-Gipfel, was er wollte. Tolles Europa, das, was? Tausende wollen zu uns, wir lassen sie nicht rein. Aber die, die eigentlich gar keine Lust auf uns haben, denen küssen wir ihren Hintern. Wie den Engländern, die sich so aufführen, dass man sich fragt, ob wir die Zäune in Europa nicht auf der völlig falschen Seite aufstellen. Wer darf rein in den exklusiven Club Europa? Bis jetzt war immer klar, die Türkei nicht. Ganz fiese Prügelknaben. Jetzt haben wir die Türkei zum Türsteher gemacht, mit der Begründung, hey, cooler Prügelknabe. Dass die Türkei sich nahtlos in den Wertekatalog des Wilden Westens einfügt, haben sie vor kurzem bewiesen, als sie ein paar LKWs mit Waffen bestückt, als Hilfskonvoi getarnt, nach Syrien geschickt haben, um dort den Bürgerkrieg anzuheizen. Respekt, rufen da alle anderen. Und ich meine wirklich fast alle anderen, denn offensichtlich sind die einzigen, die nicht irgendwie als Kriegspartei in Syrien beteiligt sind, Liechtenstein und die Osterinseln. Das mit dem Waffenstillstand wird wahrscheinlich wieder nichts. Und im Moment stellt sich nur noch eine Frage. Welcher der Akteure, die in Syrien beteiligt sind, bringt einem am ehesten zum Kotzen? Ist es vielleicht doch Assad, die sympathische Diktatorenbohnenstange, die mit krimineller Energie die Pfründe sichert, die sich schon sein Vater auf verbrecherische Weise angeeignet hat? Oder ist es doch Amerika, die Ordnungsohnmacht, die Milizen mit Milliarden hochgepäppelt hat, um jetzt die diplomatische Unschuld vom Land zu spielen? Wahrscheinlich ist es aber Putin, denn der ist an allem schuld. Ja, am Begriff Lügenpresse und daran, dass neue Schuhe immer so drücken. Und dessen Bomben erstaunlicherweise die syrischen Zivilisten genauso fein zerfetzen wie die Bomben von allen anderen. Vielleicht sind es auch die schwachsinnigen Islamisten von der Nusra-Front oder dem IS oder Saudi-Arabien. Männer, die sich an ihren Glauben klammern wie ein Heroin-Junkie an seinen Löffel. Oder es ist Deutschland, Frankreich, England, die einfach zu viel Geld verdienen, um mal für 15 Minuten nicht ihr glänzendes Mordwerkzeug an die Kriegstreiber aus Saudi-Arabien zu verkaufen. Ich persönlich. Ich persönlich entscheide mich für den knuffigen Tayyip Erdogan, der seinen Schnauzbart auch nur noch trägt, um sich daran zu erinnern, wo das Essen reinkommt. Und der als Gegenleistung für die Aufbewahrung von Flüchtlingen jetzt im Osten seines Landes die Kurden massakrieren darf. In dem Moment, in dem Tausende die Menschenrechte Europas suchen, gibt Europa diese auf. Thomas de Maizière hat es auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Deutschland hat Interessen, die Türkei hat Interessen. Die Frage ist nur,
wer zahlt den Preis, wenn man mit Geschäften, mit Leuten wie Erdogan Geschäfte macht? Mit Sicherheit nicht Thomas de Maizière, sondern Menschen wie Can Dündar, ein türkischer Journalist, der nämlich die Waffenlieferungen nach Syrien aufgeklärt hat, der dafür ins Gefängnis gewandert ist und den der Staatsanwalt jetzt mit einer lebenslangen Haftstrafe unter erschwerten Bedingungen bedroht. Wir haben Dündar mal gefragt, wie er das neue deutsche Verständnis für die Türkei sieht. Und er hat uns einen Brief aus dem Gefängnis geschickt. Und darin schreibt er, wenn Deutschland jetzt, damit die Türkei die illegale Migration unterbindet, mit den Worten des Ministers, eine Gegenleistung erbringt, dann bin ich eine dieser Gegenleistungen. In Verletzung der Pressefreiheit sitze ich allein aufgrund einer Nachricht, die ich als Journalist gebracht habe, im Gefängnis. Wenn das, wofür Deutschland da Verständnis aufbringt, Menschenrechtsverletzungen, Despotismus, Korruption und religiöse Politiken sind, fürchte ich, wird den Preis dafür nicht nur die Türkei, sondern auch Deutschland zahlen. Aber mit Sicherheit eben nicht Thomas de Maizière. Ja, ja. Toll. Super. Ha? Je mehr es um Grenzen geht, desto entgrenzter werden wir. Schauen wir nach Bautzen. Klausnitz. Ach, Jesus, ey. Das sind Hunderte von aufrechten Deutschen vor einem Bus mit Flüchtlingen und brüllen: Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Als hätten die das da drin noch nicht gewusst. Hey, man muss sich schon fragen, man muss den Ministerpräsidenten von Sachsen fragen, ist Sachsen noch ein sicheres Ankunftsland? Man ist so sauer. Was soll man rational machen? Klausnitz, schauen Sie sich das nur mal an. Nur dieses kleine Ortsteil mit einer eigenen Geschichte, gegründet um 1200 etwa von fränkischen Siedlern. Also von, ich traue es mich gar nicht zu sagen, Einwanderern. Pure Existenz von Klausnitz fußt darauf, dass Menschen, die von weit her kamen, sich dort eine neue Zukunft aufbauen möchten. Jetzt schauen wir uns vielleicht mal die Bevölkerungsentwicklung an von Klausnitz. Nee, da gibt es widersprüchliche Zahlen, aber ungefähr kann man das sagen. Hier so, zuerst sah es nicht so gut aus, dann wird es mehr, 1500, nicht so in den 60er Jahren. Dann jedes Jahr werden es weniger. Und endlich kommen 20 Leute dazu, um sich dort anzusiedeln. Und was sagen die ortsansässigen Rassisten? Haut ab. Und der Bürgermeister, der Zuständige, der Funke, der hat gesagt, na gut, er schämt sich schon, aber im Grunde wäre das ja nicht so sehr um die Menschen am Bus gegangen. Er hat gesagt, es ging um die große Politik und nicht um die Menschen an sich. Da habe ich mir gedacht, ach so, das haben wir falsch verstanden. Schatz, können wir das Video nochmal haben? Ja? Zeig mir nochmal das Video, bitte. Ja, vorne. So, wenn Sie genau hinhören, dann hören Sie, was diese Demonstranten nämlich wirklich gesagt haben. Hallo, liebe Neuankömmlinge, wir wohnen hier in einem strukturschwachen Gebiet und befürchten, die Leistungen des Sozialstaats mit Ihnen teilen zu müssen, auch weil die Politik sich jahrelang nicht darum gekümmert hat, entsprechende Strukturen für schnelle Integration zu schaffen. Wir haben ja eigentlich auch keine Flüchtlingskrise, sondern eher eine Verwaltungskrise. Aber ja, wir merken, Sie sind die völlig falschen Ansprechpartner da im Bus. Wir gehen jetzt zum Innenministerium. Nee, haben Sie nicht gesagt. Stattdessen haben sie nur gebrüllt, wir sind das Volk. Und das kommt davon, liebe Politik, wenn man die ganze Zeit von Obergrenzen faselt. Anstatt darüber zu reden, worum es wirklich geht zurzeit, in dieser Zeit des Elends und des Krieges. Es geht um eine Untergrenze. Wie viele Menschen sind wir verpflichtet aufzunehmen, um unserer humanitären Verpflichtung Genüge zu tun? Das wäre eine Diskussion. Wie viele Menschen müssen wir mindestens aufnehmen? Da bräuchte es natürlich Politiker mit Format, die sich hinstellen und sagen, Kinder, das wird was kosten, aber das ist es uns wert. Wir werden uns neue Einnahmequellen suchen. Schauen wir mal, der Erbschaft, oh, da werden Milliarden vererbt. Das machen wir. Und dann werden aus den Investitionen, ja, dann werden aus den Investitionen für Flüchtlinge Investitionen für uns alle. In Schulen, in Kindergarten, in Kindertagesstätten. Lehrer, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten, die werden dann endlich bezahlt wie Rockstars. Ja? Ja, Kinder wollen Deutsch als Fremdsprache lehren. Wäre das nicht schön, in einem Land zu leben, in dem man bei Deutsch als Fremdsprache nicht mehr unmittelbar an Til Schweiger denken muss? Kinder, wir können das schaffen, wenn wir einfach nur glauben, dass wir... Achtung, Achtung, Herr von Wagner, bitte fertig machen zur Chefarztvisite.